Hallo und herzlich willkommen wieder zu einem neuen Vlog zu Hause in der Küche. Ja, nach dem Urlaub ist wieder Küche angesagt. Ja, aber nach dem Urlaub ist hoffentlich vor dem Urlaub. Das war auf jeden Fall der Plan für dieses Jahr. Also gucken wir mal. Ich weiß nicht, wie ihr euch so fühlt nach dem Urlaub, aber wir fühlen uns sehr entspannt. Ja, also entspannt, aber auch trotzdem irgendwie so wie... Also heute ist Montag übrigens, by the way. Wir... Und was heißt denn... Ich fühle mich so... muss ja erstmal wieder reinkommen in den Alltag. Ach so, ja. Das war das, was ich damit sagen wollte. Und aber wir werden versuchen, stetig besser zu werden. Und deswegen fangen wir schon am Montag an. Und weil wir im Urlaub echt unfassbar gut zugeschlagen haben, starten wir die Woche mit einem Gemüsesüppchen. Jo. Wir müssen jetzt das eine oder das andere ein bisschen korrigieren. Detoxen. Detoxe kann man es auch nennen. Es war sehr lecker, was wir so gegessen haben, aber es war im Endeffekt nicht gut. Ne? Also da sind wir uns alle klar. Aber es ist über allem, das nenne ich jetzt keinen Rückschlag, sondern... Hier ist die Saucere übrigens. Ach, so schön. Einfach wäre es so gewesen. Aber es ist einfach so, wir hatten einfach keinen Bock zu kochen, wir wollten was essen gehen, wir wollten uns ein bisschen was gönnen. So. Und dann ist das auch einfach so. Und es hat mega Spaß gemacht, den Urlaub. Ja. Also am liebsten kann es direkt wieder weitergehen. Ja. Für den Rest bin ich sehr entspannt. So, die Woche ist gut gestartet. Ja, erster Arbeitstag, um 7 sollte ich aufstehen, um 5:30 war ich wach. Das mag ich ja tatsächlich, wenn ich so früh wach werde, weil dann kann man immer so viel Schrott machen. Und das erste, was ich dann mal gemacht habe, ist noch die Serie, die ich gestern Abend verpennt habe. Habe ich mir dann noch nachgeschaut. Also Daniel und ich haben so ein bisschen so einen verschobenen Abend- bzw. Morgenablauf, weil er wird meistens so ab 10 Uhr wird er ziemlich müde und dann, wenn wir dann Serie gucken oder so, dann sagt er auch immer, lass einfach laufen und dann gucke ich meistens halt die Folge noch zu Ende, vielleicht auch noch eine zweite, kommt immer darauf an, wie fit ich halt noch bin. Oder wie lange ich durchschalte. Oder wie lange er dann durchhält. Ab 10 wird es wirklich schwierig. Also, wenn ich Glück habe, ist so 11, aber wenn ich Pech habe, dann liege ich auch schon 5:30 dort. Ja, genau. Aber ist aber normal, wenn ich um 5:30, 6 aufstehe. Ja, dann. Genau, und deswegen dann macht er halt schon quasi sein Pre-Napping, nennen wir das. Und dann kann er dann morgens, weil er ja 1,5 Stunden vor mir aufsteht, kann er dann nachholen, was er abends sozusagen verpasst hat. Ne? Aber ich würde behaupten, das ist eigentlich ein perfekter. Ja, eine perfekte Abstimmung sozusagen, ne? Ansonsten, also ich habe schon eigentlich ganz gut das Chaos vom Urlaub beseitigt. Das ist auch schon wieder das meiste der Wäsche gewaschen. Also ich bin da immer so ein Mensch, das muss wirklich nahezu gerne am selben Tag alles wieder gemacht sein. Ja, es muss auch geräumt sein. Das mag ich irgendwie lieber. Und ist hier übrigens die Tulpe im Bild? Ja, die Tulpe ist leicht im Bild. Wir müssen die Tulpen, die wir aus Holland mitgenommen haben, noch einpflanzen. Vielleicht kriegen wir das heute am Nachmittag noch hin. Ja, mal gucken. Genau. Also es wäre nicht schlecht, wenn sie in den Boden kommen, weil... Ja, die sind ja mit Zwiebeln. Ich kann sie euch ja mal zeigen. Die gab es bei der Tulip Experience. Guckt hier, waren die im Ticket mit dabei, durfte sich jeder Besucher 5 Tulpen mitnehmen und die sind mit Zwiebel. Also das heißt, wir können die einfach einpflanzen. Fand ich halt voll süß und die sind etwas ausgeufert. Die sind halt so langsam aufgegangen. Ja, ne? Ja, das Einzige, was ich halt nicht vermisse, ist schlechtes Internet. Boah, Leute, ey, wir wissen nicht, was schon wieder passiert ist. Die haben hier, das haben wir beobachtet, jetzt schon die Woche, bevor wir in Urlaub sind, haben die hier irgendwie an den Leitungen wieder rumgebastelt. Also wir haben ja hier Oberleitungen noch im Dorf. Und dann haben die da irgendwelche Sachen ausgetauscht und gemacht und getan. Und als wir zurückkamen, fanden wir auch mördermäßig nett, haben sie scheinbar auch die Leitung an unserem Haus ausgetauscht, ohne dass wir irgendwas davon wussten. Gut, die können es natürlich machen, ist halt scheißegal. Uns gehört die Leitung ja nicht, aber sie haben da einfach irgendwas ausgetauscht und den Dreck einfach auf unser Grundstück geworfen. Also einfach eine alte Leitung, Internetleitung. Warum sollte man die denn mitnehmen? Einfach bei uns einfach in die Einfahrt geworfen, wo man sich denkt so... WTF, was ist bei euch schiefgelaufen? Wir müssen das als Privathaushalte sonderentsorgen. Ich kann das nein, das ist nicht sonderentsorgen. Ja, aber ich kann es nicht einfach in die Restmülltonne ballern. Nein. Ich muss es extra wegfahren. Ja, das ist. Es ist für mich eine Sonderentsorgung, weil ich muss mir extra, ich muss es entsprechend vernünftig entsorgen gehen. Ich kann das nicht über den Hausmüll entsorgen. Und das finde ich ätzend, sowas. Muss mal gesagt sein. Man muss mehr rumrätschen, Leute.
Gut, du kannst es auch in den Hausmüll schmeißen, aber... Ja, dann krieg ich aber den Anschluss von der Müllabfuhr, was ich da wegwerfen würde. Ich würde es auch nicht da reinwerfen. Nee. Ja, vor allem, es ist ja Elektroschrott. Genau. Das muss halt dorthin. Aber ich freue mich jetzt tatsächlich auf eine Gemüsesuppe hier. Wir haben jetzt im Urlaub jeden Tag gefrühstückt. Und nicht zu wenig. Also das Durchschnittsfrühstück hatte sowas zwischen 1000 bis 1500 Kalorien. Ja, das war uns auch bewusst, dass das viel zu viel ist, weil das ja im Endeffekt fast unser ganzer Tagesbedarf nur beim Frühstück war. Sind noch mehrere Tage dabei, wo ich dann über 3500 Kalorien war. Aber das ist nicht schlimm. Ich war mir das ja auch sehr bewusst und dass ich das auch konsequent, oder besser, wir das konsequent ignoriert haben. Aber es war halt wichtig, dass wir es eintragen. Genau. Weil man kann ja nicht alles ignorieren, ne? Also man soll die Wahrheit ja auch nicht beschönigen, ne? Also das ist ja Blödsinn. So, und jetzt trage ich erstmal hier alles wieder ein und mal gucken. Also mein Magen ist natürlich total verstimmt, ist ja klar. durch den ganzen Blödsinn, den ich da gegessen habe. Ich habe Blähungen ohne Ende. Ja. Oh je. So ist das halt. Jetzt brauche ich wieder ein paar Tage für das wieder, damit meine Darmflora wieder in Gange kommt. Aber das ist nicht schlimm. Das kriegen wir ja hin. Haben es ja schon ein paar Mal geschafft. Da schauen wir es diesmal auch nochmal. Und dann wird das schon. So, für den Rest haben wir am Wochenende noch im Garten ein bisschen gewurstelt. Da sind wir jetzt am unteren Teil dran, das ganze Unkraut zu entfernen. Und wir haben dann uns einfach mal gedacht, man müsste den Garten mal nicht mal mehr so als Arbeit betrachten, sondern vielmehr als Hobby. Weil wir mögen es ja tatsächlich und irgendwie haben wir die letzte Zeit, wenn wir im Garten gearbeitet haben, immer so, okay, jetzt haben wir einen Tag Zeit, jetzt rage schon mal da durch und muss so viel gemacht werden, wie es nur geht. Und ja, damit so, gib ihm, so, ne, Vollgas. So, das Ergebnis macht zwar Spaß, aber den Weg dorthin, der ist mühselig, ne, und auch hart. Und dann meinte ich zu sagen, wir sollten das vielleicht mal ein bisschen anfangen, ein bisschen differenzierter zu betrachten und auch vielmehr zu sagen, es ist einfach unser Hobby. Und da waren wir am Samstag im Garten. Und da haben wir das tatsächlich so gemacht. Dann haben wir erstmal eine Stunde da rumgebuddelt, ein bisschen Unkraut weggemacht. Und siehe da, es war plötzlich schon nur noch halb so anstrengend. Und nach einer Stunde haben wir aufgehört. Dann war es auch nicht mehr schlimm, dass das halbe Beet noch irgendwie nicht gemacht war. Dann haben wir aber gegessen, sind ein bisschen spazieren gegangen, uns abgelenkt, was anderes gemacht. Und irgendwann im Laufe des Abends meinte ich so zu Sarah, so, hör mal, wir haben jetzt einen neuen Hobby, der nennt sich ja Garten. Was hältst du davon, wenn wir noch ein bisschen Unkraut machen gehen? Und siehe da, auch mein Schätzelchen meinte, ja, findest du gut, dann würden wir noch ein bisschen was machen. Und zack, sind wir wieder in den Garten und haben noch mal eine dicke Stunde dicke haben wir noch Stunde, gemacht, ne? Von 6 bis 7, 7:30 abends. Genau. Ja. So, dann haben wir noch eine dicke Stunde noch im Beet da ein bisschen rumgewuselt. Und es ist einfach jetzt fast fertig, ne? Also, wir haben jetzt 2 von 3 Seiten sind fertig. Es ist einfach mega geil. Mal gucken, vielleicht schaffen wir heute den Weg auch noch mal dorthin. Ich weiß es aber nicht. Weil ich muss noch ein paar Sachen fürs Haus machen im Endeffekt. Hab Post bekommen. Ah je. Mit der Steuerreform, ne? Leute, ich sage euch, das ist ein Fass ohne Boden. Ich habe denen alles angegeben, wie es soll. Jetzt sind sie natürlich auf den Trichter gekommen, dass sie mal ihre eigenen Unterlagen prüfen. Und sind jetzt der Meinung, dass unser privat genutztes Haus eine Mietwohnimmobilie wäre. Jo. Und ich müsste jetzt für die einzelne Wohnung die Quadratmeterzahlen einzeln angeben. Ich weiß davon gar nichts. So, das heißt, ich darf mich heute mal mit dem Finanzamt in Verbindung setzen. Und natürlich, die Frist ist ja super, ne? Genau einen Monat, obwohl wir in Urlaub waren, aber ist ja egal. Wo ich mir dann denke, ihr habt das jetzt schon ungefähr ein ganzes Jahr dort liegen. Und ich kriege eine Frist von einem Monat gesetzt. Das ist so typisch Start wieder. Aber dann rufe ich die heute mal an und mal gucken, ob irgendjemand sich bereit erklärt, sich verantwortlich für dieses Haus zu fühlen. Weil da muss ja jetzt irgendjemand eine Entscheidung treffen und ja, das mögen sie ja nicht so gerne. Ne? Also da bin ich mal wirklich gespannt, was da dabei rumkommt. I don't know. Wobei man aber sagen muss, wir hatten jetzt schon ein paar Mal mit unserem Wohnsitzfinanzamt zu tun. Und an für sich, also ich hatte totales Glück. Ja. Und du hattest wieder so ein bisschen Pech. Es kommt halt immer sehr auf den Ansprechpartner halt an. Ja, ist halt aber man kann auch auf jeden Fall Glück haben. Also es gibt auch nette Menschen bei den Behörden. So ist es nicht. Ich will das mal betonen. Also wir sind halt darum immer geht es mir ja nicht, sehr nett und höflich, aber manchmal wird einem das halt nicht so zurückgegeben, leider. Ich finde es einfach nur immer so ein bisschen traurig, dass man sozusagen immer unter Druck gesetzt wird. Es werden Fristen genannt, die teilweise nicht einzuhalten sind. Oder wenn man sie einhalten könnte,
dann liegt es aber manchmal oder öfters mal wieder an der Regierung, weil die nicht schnell genug reagieren. Ja, ja, und das ist halt immer so das Problem. Das ist, du kannst halt nicht sagen, folge meinen Worten, aber nicht meinen Taten. Das geht halt einfach nicht. Ja, ja. Und wenn du den Anwohner, für die sie ja im Endeffekt arbeiten, also für uns, dann sagen, hey, ihr habt nur sehr geringe Fristen, aber selbst brauchen sie dann Monate oder fast ein Jahr für zu reagieren. Und das ist nicht das erste Mal, dass ich das erlebt habe. Und ich bin mir auch fast sicher, das kennt ihr da draußen auch. Ja, das ist dann nicht cool. Das ja. ist dann halt nicht so geil. Und ich weiß jetzt schon, das wird wieder eine riesige Staatsaffäre, weil keiner sich irgendwie verantwortlich dafür fühlen wird. Und das finde ich dann jetzt schon wieder ein bisschen blöd. Ach je, mal gucken, wo dann die Endmelodie dann landet. Und ich wette, das geht dann so weit, dass wir haben ja keine Pläne hier vom Haus. Da sind wir ja immer noch dran mit Architekt und dies und das, weil auch die Gebäude hier nicht richtig eingeteilt sind. Das sind teilweise, wir nutzen das alles als Wohnfläche. Dann ist uns aber mal bewusst geworden, dass das hier irgendwie nicht so stimmt, weil ja keine Pläne und so sind. Haben wir uns ein bisschen informiert und gemacht und getan. Das ist ja so hauptsächlich auch der Grund, warum es hier nicht weitergeht. Dann wurde uns nach monatenlanger Diskutiererei, wurde uns dann endlich mal mitgeteilt, dass unsere Pläne von Nebengebäude beispielsweise, die sind auf einem anderen Grundstück eingeteilt worden. Das war schon mal richtig geil. Da konnten wir die schon mal nachweisen, weil sie wussten noch nicht ganz genau, ob diese Häuser hier Bestandshäuser sind oder nicht, weil ja keine Pläne und irgendwie im Archiv bei denen ja nichts gab. Also es hat sich die letzte Zeit ein bisschen tricky hier mit dem Haus entwickelt, deswegen kam auch so wenig. Ja. Wir entwickeln uns jetzt in eine Richtung, wo es vielleicht so aussieht, dass wir mal wieder vorwärts kommen können, weil wir haben ja auch im letzten Jahr das Dach ja noch vom Nebengebäude machen lassen. Dann hieß es auch einen Moment so, ja, je nachdem können wir es komplett abreißen, aber zum Glück, weil das ja falsch zugeteilt war und nach viele Recherchen und viele hin und her und erstmal war es nicht da, dann war es da und dann müssen die dann irgendwelche Versammlungen einrufen, weil das ja irgendwie ein Fehler intern ist und dann dauert das Monaten. Ist jetzt mal rausgekommen, dass das Nebengebäude, das war ja mal ein Hofladen, der wurde aber nie umgemeldet als, ja, Wohnraum, sondern vielmehr aus Gewerbefläche, ja. Was ja insofern ja ein kleines Problem ist, weil wir haben hier ein Wohnhaus gekauft. Da könnt ihr euch ja schon vorstellen, was das wieder impliziert. Ne? Das hat mit den Voreigentümern wieder in Kontakt getreten, weil das verkaufte Objekt nicht dem entspricht, was es im Endeffekt sein soll. Und so geht es dann auch mit dem Vorderhaus los. Also ihr merkt, da ist richtig viel Bewegung drin. Und jetzt bin ich mal gespannt, wenn ich heute mit dem Finanzamt wieder telefoniere, wegen der Grundsteuerermittlung, da werden die mir höchstwahrscheinlich sagen, ja, dann müssen sie doch in die Baupläne gucken. Dann werde ich ihm sagen, es gibt keine. Und dann kommt bestimmt die, ja, da müssen sie welche stellen lassen. Dann werde ich dem erklären, da sind wir schon seit Monaten dran. Da haben wir ein anderes Problem auf Seite des Staates, weil die nicht wissen, ob diese Gebäude genehmigungsfähig sind oder nicht genehmigungsfähig sind. Also und ihr in seht, diese eingeteilt worden sind. Also das ist so zurzeit so richtig, richtig die Misere, die wir haben. Ja, und das struggelt ein bisschen, weil wir hängen jetzt schon seit über ein Jahr daran, dass man da irgendwie Ordnung kriegen, da reinkriegen, aber es ist halt, na klar, wenn du eine alte Immobilie kaufst, du musst halt immer mit vielen Überraschungen rechnen, aber ich habe auch ein bisschen das Gefühl, also egal, was es an Komplikationen gibt, wir nehmen einfach alles mit. Das ist irgendwie so unsere Art, wir ziehen irgendwie so einen Kram magisch an, habe ich oft das Gefühl. So nach dem Motto, es gibt noch eine kleine Herausforderung und dann wartet schon die nächste auf euch. Aber ja, wir bleiben halt dran, man kämpft sich da halt irgendwie so Stück für Stück durch, ja. Und dann wird es auch für alles in irgendeiner Form eine Lösung geben. Ja, weil es macht auch gar keinen Sinn, irgendwie weiter zu sanieren, wenn es ganz am Ende irgendjemand sich entscheidet. Och, reißen mal alles ab. Ihr könnt leider alles abreißen, weil das ist so nicht genehmigungsfähig. Aber also wird höchstwahrscheinlich keiner so entscheiden, weil das wäre wirklich... Nee. Also das wäre ein Armutszeugnis, ja, wenn sowas rauskäme. Aber trotzdem... ist halt die Gefahr einfach da und das Risiko gehst du halt nicht ein. Also Es geht ja unterm Strich ja um Geld. Ja, genau, ja? Natürlich so. Geht's um Geld. Das ist ja so. Und es ist aber jetzt so, klar, die können uns jetzt nicht mehr zwingen, irgendwas abzureißen, weil es gibt offizielle Dokumente mit dem Stempel von der Stadt, dass als das Nebengebäude 1979 genehmigt worden ist, wurde das hier, wo wir drin sind, plus das Vorderhaus, wurde aus Altbau
drauf markiert. Das heißt, damals gab es wohl irgendwas und da sind höchstwahrscheinlich irgendwo im Krieg oder nee, das war schon aus nach dem Krieg, sind irgendwo oder während dem Krieg, kann es halt sein, dass die Originalpläne und Dokumente irgendwie verloren gegangen sind. Das heißt, sie können uns das Endeffekt gar nicht mehr verweigern. Die Frage ist nur, inwiefern können wir es dann jetzt ausbauen? Mhm. Weil da könnte es ja beispielsweise auch noch vorkommen, dass es dann irgendwann heißt, ja, die erste und zweite Etage könnt ihr so semi ausbauen, vielleicht unten ja, aber das Dachboden beispielsweise dürft ihr nicht ausbauen, weil das nicht in die Region passt, obwohl das schon seit über 100 Jahre jetzt hier steht. Ne? Ja, ja. Wo man sich dann denkt, so, what? Was ist los bei euch? Ja, da ist man halt sehr stark darauf angewiesen, wie halt das Bauamt so tickt und was die halt gerade sozusagen entscheiden wollen. Ne? Deswegen muss man da halt sehr behutsam vorgehen und gucken halt Stück für Stück. Ja, die Mühlen halt langsamer bei die denen. Die malen sehr langsam, ja, genau. Und dann halt... Die Mühlen. Und da muss man einfach sehr, sehr viel Geduld und einen langen Atem beweisen. Aber ich glaube, jeder von euch, der ein altes Haus mal gekauft hat und saniert hat, der kann von sowas wahrscheinlich ebenfalls ein Lied singen, dass das mitunter echt schwierig sein kann, da irgendwie vorwärts zu kommen. Trotzdem finde ich... Aber diese massive Komplikationen kann ich beispielsweise das Luxemburg gar nicht. Nee. Das ist alles viel einfacher gemacht. Da machst du einen Termin, da kannst du 2 Tage später hingehen und dann haben die alles dort liegen. Mhm. Und sogar schon in digitaler Form. Das ist hier in Deutschland nicht zu erwarten. In Belgien ist es auch anders, viel einfacher alles. Mhm. So, wenn ich jetzt wundert, warum ich keine neue Schüssel nehme, es muss mehr gestapelt werden, Leute. Das ist am Stapel. Oh Mann. 625. Eieiei. So, was wollen wir noch den ganzen Rest auch machen? Ja, klar. Ja, wir machen einen vernünftigen Bord hier. Sehr gut. Also, ich habe ja immer gesagt, zum jetzigen Zeitpunkt sprechen wir noch nicht so viel darüber, weil wir in der Entwicklung sind. Mittlerweile ist Bewegung drin. Und das jetzt natürlich jetzt mit den Steuern. Den Grunderwerbsteuer. Nee, was denn? Grundsteuer. Grundsteuer, genau, vom Haus. Das war jetzt ein bisschen wieder eine schöne Überraschung. Aber ich denke, auch das werden wir noch lösen. Da die sowieso nicht vorwärts kommen für die Berechnung der Steuer, spielt es auch keine Rolle. Und ich bin auch mal sehr gespannt, weil wir nutzen das Haus, seitdem wir es gekauft haben, das ist ein privates Haus. Das heißt, höchstwahrscheinlich muss das rückwirkend alles wieder korrigiert werden und angepasst werden. Weil Mietwohnungen werden ja anders kalkuliert als privat genutzte Wohnungen. Also Häuser in dem Fall. Also ich bin mal gespannt, was sie mir sagen. Und ich hoffe, dass es nicht dorthin geht, dass sie sagen, nee, da müssen sie jetzt Pläne vom Architekten zeichnen lassen, dann muss das alles nachgenehmigt, dann muss es umgeändert werden und dann können wir es berechnen. Aber höchstwahrscheinlich ist genau das, was passieren wird. Aber es bleibt spannend, müssen wir mal gucken. Aber es hätte halt einen Vorteil, weil der Architekt muss ja sowieso ans Haus ran, weil statisch, technisch gesehen, mit Statika und so, muss noch ein bisschen was gemacht werden. Aber ja, Mühe. Also so viel zum Bürokratie-Update des Hauses, ja. Und ich würde sagen, wir kochen jetzt die Suppe fertig. Ne? Wir haben ja schon wieder gut gequatscht. Ja, ich mach mal Rettich in die Suppe. Ich habe das noch nie gemacht. Wir machen das einfach mal. Ja. Wir hatten mal Rettichsalat, der war auch sehr lecker. Aber wir machen den einfach mal mit rein. Ja. Und hier sind noch Mairübchen. Ja. Die machen wir auch noch rein. Machen wir auch mit rein. Und ja, so viel also schon mal zum Start in die Woche. Ja, ist der kleine Warm-up hier, ne? Kleines Warm-up. Und keine Panik, Leute. Das ist der normale Alltagsstress. Ja, das ist nicht schlimm. Alles normal hier. Und sagen wir mal so, wenn du dich da denkst, oh, bin ich froh, dass ich diese Probleme nicht habe. Ihr habt andere Probleme. Jeder hat seine ist Probleme. So. Ja, also, ist man so. Muss halt immer die Probleme lösen, jeder die gerade da sind. Jeder hat, ne? Meine Tante sagt immer, jeder hat sein Päckchen zu tragen. Genau. So sieht's aber aus. Es ist wirklich halb so wild. Ich bin nur extrem ungeduldig und ich hätte immer gern, dass alles immer direkt geklärt wäre. Mhm. Aber das funktioniert in der Bürokratie Deutschland nicht. Nein. Ist aber so. Man gewöhnt sich dran. Man gewöhnt sich dran. Und damit im wahrsten Sinne des Wortes einen wunderschönen Feiertag. Heute ist nämlich Donnerstag. Die letzten 2 Tage waren wir vertieft in Offline-Dingen. Und heute genießen wir zum einen erstmal fabelhaftes Wetter. Es hat sich tatsächlich mal ein bisschen gebessert jetzt in der letzten Zeit. Ja, es schön, ne? Wurde aber auch Zeit. Und irgendwie, es ist noch Vormittag und wir brauchten so ein bisschen
Bewegung. Und sagen wir mal ganz ehrlich, wir haben einfach nur Fernsehen geguckt, ja, den ganzen Vormittag. Die ganze und irgendwie Vormittag war so mega so langweilig, was soll man machen? Und ja, Lärm darf man ja sowieso, also sollte man nicht machen. Genau. Und gut, deswegen, darf man ja auch nicht. Warte, Fliege oder irgendwas, ein Fliegetier. Ja. Und deswegen dachten wir uns, hey, Unkraut entfernen ist wunderbar lautlos, machen wir. Und wir haben die Tulpen aus Holland endlich eingepflanzt, weil Daniel sagte schon so, noch einen Tag und dann sind sie wirklich tot, tot, tot. Und wir haben die hier oben hinzugesetzt. Also, guck mal, wie schön. Happy haben wir nicht eingepflanzt. Happy. Dich haben wir nicht eingepflanzt, aber du das ist passt Blumen-Diva, perfekt, ne? In dieses Tulpenfeld. Es ist der Wahnsinn. Also als ob wir dich für diesen Job hier als Kamerahund gekauft hätten. Ich sag's euch, Leute. Genau, also hier sitzen jetzt unsere 10 Tulpenzwiebeln. Und ich glaube, das ist ein super Platz. Wir haben hier noch ein bisschen Unkraut auch gemacht. Die Minze vom letzten Jahr, die wächst auch perfekt. Der Salbei hat es leider nicht geschafft. Duftet auch so gut. Oh, das ist super. Ne? Machen wir demnächst echt mal Tee oder Infused Water mit. Oh yes. Ah, freue ich mich mit drauf. Mit der Zitronenmelisse. Ja, ja, ja. Haben wir letztens auch schon reingemacht. War gut. War richtig geil, ja. Ja, auf jeden Fall. Ach so, da übrigens nochmal ganz lieben Dank für die ganzen Tipps zum Thema Zitronenmelisse. Die häufigsten Tipps waren tatsächlich Infused Water, Sirup und Likör. Likör sind wir natürlich raus, aber Sirup oder aber auch natürlich in den Tee oder in Infused Water ist ein super Tipp gewesen. Mann. Haben wir direkt ausgetestet und schmeckt uns wirklich sehr gut. Ja, ist mega geil. Und ich habe letztens noch gedacht, ich glaube, die würde sich auch gegebenenfalls gut im Salat machen. Ja, ja. Einfach ja, ja, als Kräutertopping. So als Pendant zu Dill oder so. Genau, richtig. Also wir werden das auf jeden Fall noch weiter austesten, denn die explodiert. Die ja, mal klar, wir machen ja manchmal, dass man die Minze durch Dill austauschen. Genau. Ne, wenn man irgendwann so nicht mehr so Bock auf Minze hat. Mhm, richtig. Und ich glaube, als dritte Alternative ist hier so die Zitronenmelisse. Eine sehr geile Alternative, ne? Glaube ich auch. Ja. Ja, glaube ich auch. I mean so. Genau. Und ja, ansonsten ist das hier jetzt noch dann das Tulpenbeet. Ich habe hier ein bisschen Unkraut gemacht, habt ihr ja gesehen. Die Tulpen sind jetzt natürlich langsam durch. Wir haben ein paar der Köpfe abgeschnitten, so wenn die so sehr richtig krass verblüht sind. Da könnt ihr es sehen. Das haben wir nämlich in der Tulip Experience in Holland gelernt. Die machen das nämlich auch. Also wenn die Köpfe wirklich komplett durch sind und alles verblüht ist, dann schneiden die ab, damit die Pflanze sozusagen nicht mehr die Kraft halt in die Blüte gibt, sondern eher wieder in das Ausbilden der Zwiebel. Genau, und ich glaube, wir kruscheln noch ein bisschen weiter. Wie sieht es aus da, Herr Schmidt? Ja, also, dass wir uns jetzt immer vorgenommen haben, immer so ein bisschen Gartenarbeit zu machen, immer mal jeden Tag so ein bisschen, ja, finde ich das sehr angenehm. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt noch weitermachen will oder ob ich aufhören soll. Ja, wir wollen im Endeffekt nur die Tulpen pflanzen. Jetzt habe ich das ganze Beta gemacht, du hast es da gemacht. Ja, man könnte jetzt noch drüber nachdenken, aber wir können auch mal was trinken. Ja, wir können noch mal ein kurzes Päuschen machen und ich wollte unbedingt endlich die Polster holen für unsere Sitzgarnitur. Ich glaube, es ist jetzt endlich soweit, dass man sagen kann, zwischendurch kann man jetzt auch mal draußen sitzen. Die waren bisher noch im Schrank verstaut. Ich sag's euch, wie es ist. Also, ne? Was ich gerne noch machen würde, da wir ja da alles fertig gemacht haben, dass wir einmal durch die Hecke durchgehen, das Unkraut dazwischen, wo den Mulch liegt, einmal also rausholen. Also jetzt wirst du aber sehr motiviert. Ja, aber das sind ja nur so 5-6 Stellen oder so. Alles das klar, ist ja machen so wir. Und vielleicht hier unten an der Mauer. Machen wir. Aber ich weiß nicht, ob ich Bock habe, da hinzugehen. Ist gut. Weißt du, das ist so, ja, wenn das Unkraut... Das so ein bisschen ist okay, aber nicht zu viel richtig, auf einmal. Wenn das grobe Unkraut bis entfernt ist, dann geht man schneller durch das neue Unkraut durch. So sieht's ich hatte aus. Vorhin noch eine wunderschöne Unkraut-Anekdote. Oh ja, weißt stimmt. du die noch? Ja, ich weiß sie noch. Und zwar hat Daniel dann beim Unkrautmachen sich gedacht, hey, das Leben ist eigentlich wie Unkraut jeden, weil... Unkraut ist halt so eine Sache, man muss immer konstant dranbleiben und es entfernen. Und je häufiger man das macht und je sturer man dranbleibt, desto eher wird man irgendwann gar kein Unkraut mehr haben. Und das kann man eigentlich eins zu eins aufs Leben übertragen. Genau, und das Pendant davon ist, wenn man sich nicht um sein Leben halt kümmert und lässt das Unkraut in dem Fall weg sind, braucht man sich auch nicht zu wundern, dass es einen übermannt. Richtig. Fand ich eine sehr schöne Anekdote. Ja, ja. Und das spiegelt sich tatsächlich eins zu eins aufs Leben zurück. Voll. Sondern man erreicht nur das, was man auch selbst umsetzt. Ja, definitiv. Ja. Also ihr seht, wir sind wieder sehr deep heute, philosophisch unterwegs. Aber genau, ich wollte noch eine Sache... Es gibt noch Poesie demnächst. Ja, hör auf, jetzt haben wir noch einen Poetry Slam oder was. Ich wollte noch eine Sache abchecken, weil vielleicht haben wir Glück und das nahegelegene Gartencenter hat heute auf. Das vielleicht wäre wirklich was, wo ich Bock drauf hätte. Und ja, aber dann würde ich sagen, wir kuscheln noch ein bisschen weiter. Also zurzeit, wir haben so ein kleines Fressproblem.
Ja, gestern sind wir schön gemütlich Pizza essen gegangen. Wir waren gestern in der Losteria. Oh, das war so geil, Leute. Gut. Das war so geil. Und wir haben uns danach noch Eis geholt, weil es gibt nämlich jetzt gerade beim Discounter wieder das Bounty und Mars-Eis. Ja, es gibt ja so Sachen, da kann man nicht drauf verzichten. Es ist wirklich so. Und mir war das auch schon so ein bisschen klar, dass es im Sommer so kommen wird, weil wir essen wahnsinnig gerne Eis. Aber es ist halt nicht so schlimm. Dann hat man halt 200 Kalorien mehr in der Bilanz. Ne? Es ist ja so, wie wir gesagt haben, es geht ja nicht darum, jetzt in kürzester Zeit alles abzunehmen. Nein. Vor allem, wir haben mal den Durchschnitt gerechnet. Also wir sind so ungefähr bei einem halben bis ein Dreiviertel Kilo pro Woche. Was halt und, super ist. Da war ich sehr überrascht drüber, weil ich hätte gedacht, dass es viel höher wäre. Ja. Aber das ist ein ganz normales Abnehmverhalten. Ja, genau. Und das ist auch sehr gut. Und jetzt kommt natürlich die gute Zeit. Und früher haben wir ja ein bis zwei Eisesse pro Tag genascht. Und mittlerweile haben wir das so wieder ein bisschen eingeführt, so ein kleines Eis hier, ein kleines Eis da, ja. Aber nicht mehr täglich auf jeden Fall. Genau, richtig. Man kann es ja auch alle zwei oder drei Tage machen. Also es geht halt einfach immer darum, dass man so ein bisschen sich dosiert in diesen Dingen. Das wisst richtig. Ihr, das habt ihr ja schon die ganze Zeit gehört. Wollen wir gar nicht weiter ausholen, aber wir wollten es euch kurz erzählen. Auch wir genießen natürlich irgendwie so diese kommende, endlich vorhandene Frühlingslaune. Ja. Und dann würde ich sagen, kuscheln wir noch ein bisschen weiter. Ja, erstmal trinken haben wir. Erstmal trinken. So machen wir. So, liebe Leutchen, wir haben es geschafft. Das Pflanzencenter ist brutalst gerammelt voll. Also hier ist auch richtig Krieg auf dem Parkplatz angesagt. Mal gucken, was wir uns da jetzt antun wollen. Und ihr seht, wir sitzen im Bruno. Wir haben vielleicht wieder Pläne. Ja, wir müssen noch ein bisschen Geld unter die Leute bringen. Und vor allem, wir haben uns umentschieden. Wir wollten noch ein bisschen Unkraut machen. Was soll ich sagen? Es ist hinten runtergefallen. Ja, jetzt kaufen wir erstmal wahrscheinlich neue Blumen. Ja, wenn wir was finden. Also wir sind uns noch nicht einig, was wir genau wollen. Aber wir lassen uns erstmal inspirieren. Wir lassen uns inspirieren. So, wir wissen, dass wir auf jeden Fall 17 Meter zu bepflanzen haben. Keine Ahnung, wo die wieder aufgetaucht sind, aber das ist nun mal so. Und Wir gucken mal. Schauen wir mal, was wird. Ne? Ja, und wenn wir nichts finden, dann müssen wir die trotzdem noch bepflanzen, aber dann müssen wir... Besser fürs Bankkonto gerade. Dann müssen wir halt was anderes finden. Aber erstmal gucken. Erstmal gucken, dass wir es überleben. Okay, Leute, wer möchte einen Tipp abgeben, ob wir dezent eskalieren? Wir müssen am Wagen schon anbauen und wir sind noch bei den Stauden. Ich finde die noch schön. Die ist wirklich schön, ja. Und die ist auch gar nicht so teuer. Ja, die passt voll zu deinem Teint, auf jeden Fall. Also wir testen uns hier durch. Wir haben vorhin mal kurz uns beraten lassen, aber im Prinzip ist halt das Problem, wir haben zu viel Auswahl, weil hier alles bis hier und so weiter darf genommen werden, wenn wir möchten. Ja. Okay, gut. Zweiter Wagen oder was? Ja, rausfahren, wieder reinfahren, ne? Nein. Wir müssen uns jetzt noch entscheiden für den Rest. Wir müssen noch ein paar Schattenpflanzen. Und Schattenpflanzen auch noch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja. So, jetzt versteht ihr auch, warum wir mit Bruno gefahren sind. Wir haben gerade schon gefragt, ob schon mal ein Rekord aufgestellt wurde, wie viel auf einen Wagen drauf passt. Aber die Kassiererin meinte, da geht noch was. Also, ich würde behaupten, ihr dürft mal Tipps abgeben, wie teuer der Einkauf war. Es geht tatsächlich, aber wir sind dreistellig. Das ist der einzige Tipp, den ich euch da lasse. Und dann könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Und wir verladen das Ganze jetzt. Und dann müssen wir erstmal Mittag essen, damit wir gestärkt sind, um das dann einzupflanzen. Und du willst das heute noch einpflanzen? Mal gucken, ein Teil vielleicht. Nicht alles, aber ein Teil, oder? Dann müssen wir mal gucken. Okay, nom nom nom. Wir haben jetzt gekocht und das Rezept ist richtig geil geworden. Mal wieder komplett abgewandelt eigentlich vom Originalrezept. Es sollte so ein Spargel-Tofu-Salat werden. Ist es auch irgendwo geworden, aber wir haben irgendwie fast ganz andere Sachen reingemacht. So sieht es auf jeden Fall jetzt aus. Sehr, sehr lecker. Also wie gesagt, Spargel-Tofu, Kichererbsen angebraten. Ein bisschen Reis dazu, Rucola, Maismischung und noch ein bisschen Gurke. Das ist gewürzt mit Paprikapulver und Salz. Und am Salat habe ich ein Zitronendressing dran mit Leinöl, Apfelessig, Reissirup und Zitrone halt. Yum, yum, Leute. Und das ist ein ordentlicher Stapel, ne? Den hauen wir uns jetzt rein. Freust du dich? Und dabei ein bisschen Fernsehen gucken. Ja, ja, ja. Heute ist Couch. Heute ist Fernsehen. Ja. Ja. Ja, und noch ein bisschen Garten nachher. Ja. Freue ich mich auch. Leute, ist immer noch Feiertag. Aber jetzt inzwischen Abend geworden. Wir haben jetzt so 7:30, ne? Aber es ist Feierabend. Ja, jetzt haben wir Feierabend. Wir machen Feierabend am Feiertag.
Also uns hat es wirklich vorhin dann echt noch gepackt und wir haben es komplett alles gemacht. Also auch die eine Seite, wo das Unkraut noch nicht gemacht war, haben wir jetzt alles noch gemacht, weil, wie gesagt, wir haben dann irgendwie angefangen und dann sagte Daniel, ach komm, wir ziehen einfach durch. Ich war auch erst so, ich hatte nicht so richtig Lust, aber manchmal kommt die Lust halt auch erst beim... Was sind das wieder für Viech? Frühling halt. Die wollte, dass du die naschst. Ja, wahrscheinlich. Auf jeden Fall kommt manchmal die Motivation dann auch erst so richtig beim Arbeiten. Und es hat dann irgendwie der Ehrgeiz gepackt, auch alles noch einzupflanzen heute. Ja, schön gemütlich. Schön gemütlich. Lärm, schön also, mit... Einfach halt hacken und ausbuddeln. Halt. Mega entspannt. Und das heißt, wir haben es tatsächlich alles geschafft und damit den Feiertag auch super genutzt. Und sind mega happy mit dem Ergebnis. Und das zeigen wir euch jetzt mal gerade. Also, das hier war ja die Seite, wo noch gar kein Unkraut vorhin gemacht war. Und ihr seht ja, wie hübsch das einfach aussieht. So, den Namen von den Kollegen hier habe ich schon wieder vergessen. Ich glaube... Ist egal. Also, das sind die größten Stauden, die wir geholt haben. Die werden bis zu 2 Meter hoch. Und das heißt, die ergänzen sich halt schön mit der Hecke. Und hier ist es ja eher so ein schattiges Beet. Es kommt zwar auch ein bisschen Sonne hin, aber ja, die Sonne ist halt jetzt gerade da, wie ihr sehen könnt. Ne? Da ist die Sonne. Und ja, deswegen haben wir hier Funkchen gepflanzt. Haben wir auch schon mal gehabt. Fanden wir halt mega schön. Es sind einfach 2 verschiedene Sorten. Das hier ist, wenn ich mich jetzt nicht vertue, Rittersporn. Genau, und dann nochmal Funkchen. Also wir haben immer so ein bisschen die gleichen Sachen geholt, aber ist dann so ein bisschen abgewechselt. Das hier heißt Indianernessel, macht super schöne, interessante Blüten. Dann kommt hier jetzt so ein bisschen der Teil vom sonnigeren Beet. Hier haben wir nochmal Schwertlilien gepflanzt. Die haben wir auch da unten schon. Ich kann die euch gleich nochmal zeigen. Die geben schon wieder richtig gut Gas, lieben wir sehr. Und den Namen von denen habe ich wieder vergessen. Und den Namen von denen habe ich auch vergessen, aber ist egal. Das ist gleich schon wie in der Ecke. Das ist doch die Nessel. Ah, das ist die Indianernessel. Genau. Stimmt, du hast recht. Ja, nur genau. Die da in der Mitte habe ich wieder vergessen. Ich auch, aber das ist hier Bienchen und Blümchen. Und also Bienchen sind ja Blümchen. Also ist Bienchen super. Und so Insekten. Ist super. Und Farn haben wir hier noch ein bisschen umgepflanzt, dass der halt hier so dieses Eck quasi so ein bisschen zumachen kann. Leute, mega Begeisterung hier. Guck mal. Habe ich euch ja, glaube ich, schon mal gezeigt, aber wie schön bitte ist die Pfingstrose mittlerweile geworden. Sind jetzt dieses Jahr 7 Blüten dran, voll toll. Sind wir mega happy mit, gell? Ja. Schaut richtig gut aus. Und was fehlt uns noch? Das andere Beet. Das andere Beet und die Schwertlilien wollte ich kurz noch zeigen, wie die ja dieses Jahr. Also die haben sich ja hier breit gemacht, die haben wir ja gar nicht gesetzt. Die tauchten irgendwann plötzlich wieder auf und wir lieben es sehr. Und deswegen haben wir die heute auch direkt nochmal mitgenommen. Weil wir die einfach so schön finden. Ich mag halt auch diese Blüte. Und hier war sogar schon eine aufgegangen und die ist runtergefallen. So. Ich will gut nochmal so irgendwie da reindrücken. Ja, drückst du mal irgendwie so ein bisschen fest. Die ist aber da wirklich. Ja, und die hier auch. Warte, Achtung, ja. Aber ja, vielleicht ja. Sind das einfach welche, die schon von sich aus runtergefallen sind. Mhm. Ist aber egal, ne? Ah, ja, die wollen nicht. Und die haben sich da noch breit gemacht, also wirklich super. Wir werden übrigens hier die Hortensien, also hier machen wir jetzt das nächste Mal dann Unkraut wieder. Jetzt haben wir so langsam unseren Rhythmus gefunden, glaube ich. Und müssen hier die Hortensien umpflanzen. Die kommen hier nicht so hundertprozentig klar, da suchen wir einen neuen Platz für. Aber es war auf jeden Fall super erfolgreich. Und wir haben ja noch ein kleines Kräuterbeet angelegt, oben an der Terrasse. Direkt halt, dass man es nicht so weit von der Küche hat. Da, wo man halt Kräuter braucht, ne? Und das zeigen wir euch jetzt auch noch kurz. Und dann sind wir echt mega happy mit dem Tag, muss ich gestehen. Hier ist das schöne Kräuterbeet. Wir haben krause Petersilie, Dill, das ist unser... Thailändische Basilikum. Nee, das ist Oregano. Jetzt geht's schon los. Ich glaube, das ist glaube ich, Oregano und das da ist der Basilikum. Das ist Basilikum. Genau, das ist der Basilikum. Richtig. Das ist Thymian und dann kommt die Kraut. Das ist Koriander und also glatte Petersilie. Genau. So. So, und wenn wir uns vertan haben, ihr Profis wisst das auf jeden Fall besser als wir. Ist ja nicht schlimm, sind Kräuter. Das sind Kräuter. Man hat eine Handy-App, wisst ihr? So viel ja, Pflanzen. Zum Scannen. Dann scannt man die und dann weiß man es hier. Jetzt könnte man sagen, man hätte die Schildchen erhalten können, aber ich bin halt kein Freund von diesen Plastikschildchen. Nee. Die halt gar nicht schön. Nee. Aber so ist gut. Ist jetzt mal gesetzt. Ja. Passt. Passt, freuen wir uns dann auf jeden Fall drauf, dann demnächst die Kräuter einfach frisch aus dem Garten zu holen. Es gibt halt nichts Geileres. Ja.
Ja, sagen wir so, wir lassen sie erstmal wachsen. Ja, ja, klar, natürlich. Mal gucken, ob wir in 2 Monaten was sie sagen oder in einem dicken Monat. Die müssen erstmal ein bisschen Gas geben. Bei der Petersilie geht es wahrscheinlich schon einigermaßen, weil die... Es kann auch sein, dass es eingeht, ne? Ja, das wissen wir ja nicht, weil hier ist ja wirklich den ganzen Tag pralle Sonne. Pralle Sonne, die müssen wir auf jeden Fall gut gießen, wenn es dann so heiß ist wie heute. Also was heißt heiß, aber Sonne halt, ne? Ja. Aber es wird so langsam. Ja, es ist schön. Es wird. Es ist einfach so geil, dass nach so vielen Jahren wir uns selbst auch mal um den untersten Teil da mal ein bisschen mehr gekümmert haben. Also das, ja, den haben wir so ein bisschen immer stiefmütterlich behandelt, weil wir auch nie so richtig wussten, was wir damit machen sollen. Und jetzt, wo halt die Hecke irgendwie dazu kam, hat sich das automatisch ergeben, halt vorne dran einfach ein Beet zu machen, wo man halt ein paar Stauden setzt. Und das ist halt auch mega schön. Ne? Aber so, wenn man drüber nachdenkt, so mit der Hecke, ne, die hätten wir tatsächlich schon vor 3 Jahren einfach pflanzen sollen. Ja. Das wär, weil das fasst das Grundstück so unfassbar schön auf, wenn man hier so hoch guckt jetzt. Ja, ja. Lass mal umdrehen. Ja, klar. Finde ich, hat das so richtig so was Parkähnliches. So einen schön langen Schlauch. Natürlich kann sagen, jetzt bräuchte man noch einen Weg, aber den wollen wir ja bewusst nicht haben. Nee, genau. Aber, mit den ganzen Bäumen, die jetzt drinstehen, die Gräser, die drinstehen. Also es ist einfach... Voll toll. Mega toll, es ist schön. Da unten ist jetzt auch schön, schön fallen diese 2 Reihen, dass du zum einmal die Hecke hast und davor halt noch ein so ein Blumenbeet. Mhm. Das ist einfach mega schön. Ja, und mit der Zeit hoffen wir halt, also mal gucken, die haben jetzt alle natürlich noch viel Platz, aber mit der Zeit muss man es halt einfach gut bepflanzen, dann hat man auch weniger Unkraut und hat dann auch weniger Arbeit damit. Ja. Aber das gucken wir dann. Was machen wir mit den ganzen Zwiebeln, die wir noch gekauft haben? Wir haben noch 1 Million Zwiebeln Wir haben natürlich noch wieder jede Menge Zwiebeln. Ich glaube, unter der Birke hatte ich gesagt. Unter der Birke, stimmt. Da genau. Haben wir uns gar nicht drauf. Also vor allem Spätsommer und Herbstblüher haben wir geholt. Die waren nämlich für 50% reduziert. Ja, sag mal, die schneiden, ne? Nö, genau, weil die jetzt im Mai noch gepflanzt werden müssen. Also von daher ballern wir die wahrscheinlich dann am Wochenende rein. Ja, glaube ich auch. Aber schön. Jetzt nochmal Abendessen und chillen angesagt. Hast du Hunger? Nö, aber kommt bestimmt gleich. Ach, wir gucken mal hier. Einen wunderschönen guten Samstagmorgen alle zusammen. Ich hoffe, es geht euch gut. Bei uns ist hier Party in der Haus. Sarah. Hallo. Sie glaubt, wieder arbeiten zu müssen. Nee, tue ich ja nicht. Ich trinke Kaffee. Ja, und? Und machst was Schönes. Ich mache was Schönes. Ich bereite einen Podcast vor. Ah, aber ist ja wie ein bisschen wie Arbeit. Ein bisschen vielleicht auch nicht. Ja. Machst du gleich Aufnahme, ne? Genau. Luisa und ich machen gleich Aufnahme. Das ist jetzt, wir hatten so weit vorproduziert, dass wir uns so lange jetzt irgendwie nicht gesprochen haben, dass man tatsächlich auch gar nicht mehr daran gedacht hat, dass man ja noch einen Podcast hat. Das ist ganz lustig. Hast du das vergessen? Ich habe es wirklich fast irgendwie gefühlt vergessen, also nicht drüber nachgedacht, aber jetzt kommen wir wieder in unseren Rhythmus. Ja, man muss aber dazu sagen, dadurch, dass du das neue Handy ja hast und die Kalender nicht richtig synchronisiert waren, wurde es dir nicht gepusht. Ja, also ich hatte eigentlich Glück, dass soweit alles gut übertragen wurde, aber ein paar der Termineinträge im iOS-Kalender sind halt nicht mit rübergewandert. Ne? Das ist dann auch immer so ein bisschen doof, aber... Typisch Mac irgendwie, ne? Ja, aber ich gehe, also nach wie vor muss ich gestehen, es war wirklich wesentlich einfacher der Wechsel, als ich am Anfang gedacht hätte. Also ich habe wirklich gedacht, das wird richtig kompliziert. Ja, aber es geht jetzt, eigentlich. Ne? Ja. Aber eine Sache haben wir diese Woche tatsächlich vergessen zu zeigen. Und in unserer Pflanzaktion. Oh, unsere Anzugspflänzles. Nee, die stehen ja da hinten. Ja. Es gibt eine Pflanze, die wir nicht gezeigt haben. Ach, die Rose. Ja, wir haben am Donnerstag noch eine Rose gekauft. Ein Rosenstämmchen, um genau zu sein. Eine, wie hieß die noch? Cepetia? Rosa. Ich glaube, die ist Rosa, hieß die. Warte. Ach so, ja, das kann sein. Ja. Cepeti-Rose. Cepeti. Ja, eine renommierte... Eine unablässig blühende Zwergrose. Schön. Wie groß würden die überhaupt? Warte mal kurz. Weil es wäre ja schön, wenn der Stämmchen noch ein bisschen höher werden würde. Ich zeige euch den gleich mal. Ja, wir gucken uns die gleich an. Moment, warte, jetzt muss ich gerade mal gucken. Breite von 30 bis 40 cm. Ja, die hat sie ja jetzt schon. Blüht von Juni bis Oktober. Die blüht durchgehend? Ja, die blüht durchgehend. Du bist ein bisschen schiefes Englisch und Englisches. Ja, da ist ja noch viel Spielraum links und rechts. Okay. Ja, okay, also... Ja, ich denke, wir gucken einfach über die Zeit, wie sie sich entwickelt. Bei uns sind das sowieso alles immer Ausnahmen. Ich sag dir, wie es ist. Wuchshöhe 60 bis 70, aber dann hätte sie die ja jetzt auch im Prinzip schon, ne? Ja, sie könnte noch ein bisschen was vertragen. Also, wie gesagt, sie ist schön. Das ist ja auch immer nur so eine ungefähre Angabe. Also ich bin auch immer der Meinung, so wie Daniel das auch sagt, ey, wenn die Pflanzen, wenn es denen gut geht, dann wachsen die halt einfach bis so lange, wie sie wachsen wollen. Ja. Das ist denen dann auch egal, wenn gesagt wird, auf deinem Schild steht aber drauf, dass du nicht größer als 1 Meter wirst. Das ist der ja scheißegal. Ja, richtig. Ja, Sarah hat mich heute zu was verdonnert.
Und zwar hätte sie gern, dass ich den ganzen Tag ihre wunderschöne Uhr trage. Ah, ja, ja. Ich wollte mal, dass er die Uhr mal trägt, weil er immer so gestresst ist, der Mann. Ich bin noch nicht gestresst. Du fühlst das nur. Und deswegen wollte ich mal den Tag bei ihm tracken, um mal zu gucken, was so Sache ist. Also, ich bin bei 70, also alles gut. Ja, Blutdruck hat er auch gerade. Blutdruck habe ich vorhin noch getestet. Der das hat er 124 zu 76. Also alles optimal. Also Leute, das ist die gesunde Ernährung, ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, genau. Okay, ja gut, dann zeigen wir jetzt nochmal die Rose, gell? Ja, lass uns mal kurz rausgehen. Ja. Da steht das gute Stück. Hier ist ja auf der Terrasse. Dieses Loch hier. Ich weiß nicht, was stand da nochmal drin? Irgendwie so eine Art Kirschbaum. Stand drin, aber die nicht keine essbare, ist, ne? Genau. Ja, ja, die hatten wir hier relativ zügig rausgerupft, weil das auch ein falscher Standort für sowas ist. Und ja, sowas Kleines, Feines wie dieses Rosenstämmchen hier ist, glaube ich, ganz cool. Und wir haben die für 50% mitgenommen, ne? Ja. Weil die so ein bisschen zerrupft war halt schon, aber das ist uns ja meistens egal. Wir sind ja oft so die selbsterklärten Pflanzenretter, ne? Ja, sowieso. Du kaufst eine Blume, dann pflanzt du ein, dann geht sie sowieso erstmal gefühlt halb ein und muss sie erstmal akklimatisieren. Ja, und ja. Im Jahr darauf ist alles super. Das ist alles easy. Das war ja auch genauso mit dem Pampasgras. Also richtig. Die Reduziertecke im Gartencenter, die ist immer ganz gefährlich für uns, weil da kommt unser Retterherz. Ja, die sollte auf jeden Fall immer begutachtet werden. Ja, ja, da gehen wir jedes Mal und ich glaube, fast immer nehmen wir irgendwas mit, ne? Ja, ja. Weil wir nicht anders können. Ja. Ja, solange ja Platz ist, ist das dann nicht so schlimm. Ja, und ne? Wir haben noch eine Menge Platz, auf jeden Fall. Ja, ja. Ja, ja. Ah, ja. So viel dazu. Also auf jeden Fall haben wir wieder noch eine Rose gerettet und hoffentlich was für so Gutes fürs Karma getan. Ja. Und ihr habt es gerade auch schon gesehen, heute ist es schon wieder so ein bisschen, naja, grau in grau und ein bisschen verregnet, aber hey, wir nehmen es halt wie es ist. Ich weiß gar nicht, was heute noch ist. Egal. Als ich die Tage mal ins Wetterbericht reingeschaut habe, dann hieß es, es würde nur noch Sonne kommen, aber... Ja. Ist nicht schlimm. Ist okay. Wir nehmen es halt eben, wie es ist. Und wahrscheinlich werden wir auch noch ein bisschen heute irgendwie, also Haushalt, Garten, irgendwie was Kleines noch kuscheln und machen und tun. Ja. Aber nicht mehr für diesen Vlog, liebe Leute. Den möchten wir nämlich an der Stelle dann beenden. Mhm. Das ist schon wieder so. Es tut uns leid, aber so ist es in this life. Ne? Ja, so ist das Life. Ne? It's my life. Yeah. Und die Hunde wollen schon wieder raus. Also Rob ist eine kleine Anekdote von der Nacht. Ja, Rob dachte oh um 4 Uhr, er müsste dann wieder raus. Kein Problem. Dann stehe ich auf, gehe mit ihm raus und bin dann mit ihm runter und er geht mittlerweile die Treppe auch von oben nicht mehr runter. Das nee. Seit 2 Tagen jetzt, das heißt, da darf ich ihn jetzt auch schon tragen. Also er geht die nur noch hoch, ja, die Treppen. Er geht jetzt alle Treppen nur noch hoch, aber nicht mehr runter. Das heißt, sein Stadium verschlechtert sich halt schon wieder ein bisschen. Aber er ist halt alt, ist okay. Ja. Ne? So, und dann war er draußen und irgendwie nach 20 Minuten dachte ich, ich muss den mal holen gehen, ne? Weil ich lasse den ja draußen, ich bleib ja drinnen. Mhm. Und irgendwann kommt er wieder. Da war er wieder dabei, sich ein Nest hinter der Ecke zu basteln, um sich da reinzulegen. Ich dachte, nee, mein Freund, das geht halt nicht. Du kommst mit rein. Und da er jetzt taub ist, hört er ja nicht. Das heißt, ich habe ihn in der Dunkelheit in barfuß gesucht. Ne? War halt, ja. Es war toll. Und Happy hat heute dann um 4:30 bin ich dann wach geworden, weil Happy dann gekübelt hat im Schlafzimmer. Zum Glück auf dem Boden und nicht direkt ins Bett, weil Madame kötzelt auch mal ganz gerne direkt einfach ins Bett. Ja, aber man müsste mal zeigen, wie es ihr jetzt geht. Es geht ihr wunderbar. Also ich glaube, wir haben das Stadium des Kötzelns überwunden. Oh, ne? Die war nämlich die letzten Tage mit immer im Garten und dann futtert Madame halt links und rechts immer ganz viel Scheiße und haut sich zu viel Gras rein oder irgendwas oder Unkraut, ich weiß es nicht. Und naja, das ist halt nicht so gut. Ja, das ist, wenn man so ein anstrengendes Leben hat wie sie, dann kann sowas mal passieren. Ne? Ja, da kommt das halt vor. Ne? Ja, aber ihr seht, wir haben es hier ganz, ganz schwer für dieses Wochenende auf jeden Fall. Es steht ganz hardcore-mäßig viel Arbeit an und das ist der andere Kleine hier, unser kleiner Schlummeldummel. Und ja, wir werden auf jeden Fall ein bisschen was tun, ein bisschen entspannen und nächste Woche starten wir wieder frisch in eine neue Woche und ihr jetzt hoffentlich auch. Wir wünschen euch eine super gute Restwoche und sehen uns hier an der Stelle nächste Woche Montag wieder. Bis dorthin. Tschüssi. Tschüss.